Servus liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich bin's wieder, euer Jesuanji, direkt vor der Kamera diesmal. Kommt nicht oft vor, aber wenn's vorkommt, ist es auf jeden Fall ein Highlight. Ja. Anlass ist die diesjährige Gamescom. Ja, es ist wieder soweit, in ein paar Tagen startet die Gamescom in Köln und ich bin natürlich wieder dabei, wie jedes Jahr seit 2011 und ich werde dabei sein, bis ich grau bin. Ja, viele Nachrichten haben mich erreicht, ob ich denn da bin und ich bin da. Ruben ist auch da, The Seeking Guy, Dominik ist auch da, Kedos und wir werden da wieder im Auftrag von Game Insight rumgeistern und Interviews haben und Pressetermine und alles Mögliche. Und dann an den zwei letzten Tagen, Samstag und Sonntag, sind wir vollkommen zu unserem Vergnügen da. Und da haben Ruben und ich uns gedacht, wir könnten doch ein völlig zwangloses kleines Treffen, wie letztes Jahr schon, anbieten. Wir bieten ein kleines Treffen an, und zwar am Samstag. Das ist jetzt alles sporadisch. Wenn sich irgendwas ändert, dann werdet ihr auf jeden Fall noch da informiert werden. Am Samstag um 16 Uhr, wie letztes Jahr auch schon, bilde ich mir zumindest ein, zwischen den Hallen 4 und 5. Das ist der ausgeschriebene Pressebereich. Da steht eine riesen Pappwand und da steht drauf Pressebereich, Press Area, irgendwie sowas. Davor treffen wir uns, wie letztes Jahr auch schon, 16 Uhr am Samstag, das ist der 24., wenn mich nicht alles täuscht. Und da werden wir zugegen sein und dann mal gucken, wer uns so über den Weg läuft. Also wenn ihr Lust habt, mal irgendwie ein paar Worte mit uns zu quatschen und keine Ahnung, dann kommt da einfach vorbei und dann werden wir da sicherlich ein paar nette kleine Unterhaltungen führen können. Wie gesagt, das alles ist jetzt noch ein bisschen sporadisch, das ist jetzt alles nicht fix und sonst irgendwie, das ist jetzt nur ein Angebot unsererseits und wenn sich irgendwas an Zeit und Ort ändern sollte, wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sein sollten, da zu erscheinen, dann werden wir auf jeden Fall euch per Twitter informieren. Ich denke ja, jeder hat heutzutage eigentlich ein Smartphone mit Internet und Twitter. Das heißt, folgt uns einfach auf unseren Accounts, @derjesu und @theseekingguy, glaube ich, ist hier nochmal eingeblendet und da könnt ihr uns folgen und wenn sich irgendwas ändern sollte, dann werdet ihr da auf jeden Fall informiert werden. Wir werden da auch ab und zu mal Status-Updates posten und was wir gerade machen und sonst wie und auch über Spiele, wenn wir jetzt aus einer Pressevorstellung rauskommen, und sagen, oh, das Game war der Hammer. Dann werden wir das auf jeden Fall sofort für euch raustwittern und Beiträge machen und alles Mögliche. Ein Haufen Quatschbeiträge wird es übrigens auch geben. Ich werde dieses Jahr versuchen, wieder fleißig zu filmen, so wie vor zwei Jahren schon. Richtig, richtig viel. Und diese Videos werde ich aber nicht auf meinem Hauptkanal hochladen, also hier, wo ihr dieses Video jetzt gerade hoffentlich seht, sondern auf meinem brandneuen, gerade angekündigten, gelaunchten Zweitkanal, der eiskalte Franke, hier nochmal zu sehen und da werden dann die ganzen Videos von der Gamescom erscheinen. Wie damals auch schon, die habe ich ja auch damals ausgelagert. Dieses Jahr also wieder auf einem anderen Kanal, einfach um den Kanal hier ein bisschen sauber zu halten, ne? Habt ihr sicherlich Verständnis dafür. Gut, ich denke in diesem Sinne war es das auch schon wieder zur Gamescom 2013. Ich werde da sein, Ruben wird da sein, Kedos ist da, alle sind da. Commander Krieger wird da sein, alle, einfach alle. Gronkh ist auch da, habe ich mir sagen lassen. Also, es lohnt sich. Schreibt in die Kommentare, wer mitkommt, wer auf die Gamescom kommt, wer Lust hat, zu unserem kleinen Plausch am Samstag zu kommen. Schreibt es in die Kommentare und dann hören und sehen wir uns hoffentlich in Köln auf der Köln-Messe. In diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag und so viel von mir. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.